Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead 2. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, guten Tag. Personen, die meine Geldschulden sind. Ah, stimmt, ja, wir haben aber ein bisschen. Wir machen jetzt eben auf Kopfgeldjäger so ein bisschen. Oh. Oh. Okay, ich könnte das ganze Spiel auch in der Ego-Perspektive spielen. Ist natürlich auch ganz nice, aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Ich lasse mir das mal für Horrorspiele offen. Die Sachen. Pass auf. Mr. Wröbel? Steht auf unserer Liste? Warte mal. Nee. Nee. Warte mal, alle Missionen. Umgebung, ja schön, Orte. Lalala. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was das für ein Zeichen war. Fängt ja schon mal super an, die aktuelle Folge. Hä? Kann ich das vielleicht noch irgendwo nachlesen? Ich würde nämlich schon gerne machen. Warte mal, lass mich raten. Das Ding ist hier wieder Holz hacken. Warum kann ja keiner Holz hacken, außer ich? Ach ja, komm. Wir machen mal kurz. Ich weiß ja nicht, wie das unser Ansehen so steigert. Kann natürlich auch sein, dass der gute Mr. Wröbel hacken. Ach so, ja. Dass der gute Mr. Wröbel unser Ziel ist. Ich werde da am besten einfach mal hinreiten. Ich sehe schon wieder. Ey, diese Kamera, ich liebe sie. Ihr habt es bestimmt auch gesehen, wenn ich jetzt so ein bisschen verschwurbelt war. Oder ein bisschen asynchron bin. Das kann man aber ganz leicht wieder beheben. Gott sei Dank, das ist jetzt schon passiert. Einfach so mache ich zumindest am Anfang von jeder Folge auch so. 3, 2, 1, go, go, go. Und spätestens jetzt, wenn ich bis jetzt asynchron war, die paar Minuten, sollte es doch jetzt hier wieder funktionieren. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt ausnahmsweise ja, nebenbei noch render. Das hat zwar eigentlich schon mal ganz gut funktioniert, da hatte ich gar keine Probleme, auch über Stunden nicht, aber naja, gut. Ich weiß halt nicht, ob die Config meines Rechners so super ist, aber eigentlich, ja. Ja, es ist schon, Auslastung ist schon doch mehr, zumindest bei der Kamera. Ich hoffe, zumindest das Gameplay und alles haut vernünftig hin. Dead Eye erhöht. Schön, was ich auch nie benutze. Arthur? Wo ich echt mal gucken sollte. Wegen dem Dead Eye. Grüß dich. Nee, Pokern haben wir schon gemacht. Da haben wir das schon. Ja, da haben wir alles Nötige gemacht. Wo ist denn eigentlich meine Lasagne? Ist das meine Lasagne? Ja, bitte. Ja. Ah, ich wollte gerade sagen, ist das nicht der Priester, aber. Willst du jetzt was? Ja, schön. Ja. Darf ich wieder aufsteigen? Danke. Kannst mich in Ruhe lassen. Geh zu deiner Frau und mach's wieder gut. Sagen wir es einfach mal so. So, pass auf. Karte. Wir wollten. Aber das müsste doch eigentlich angezeigt werden, ne? Mr. Wrobel. Okay, wenn ich jetzt drüber bin, das wird nicht angezeigt. Ey! Was war denn das jetzt? Hau doch mal den Index weg. Okay, ich kann bloß einen Wegpunkt setzen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das der ist, den wir finden müssen und ein bisschen Geld eintreiben. Ich gehe einfach mal gucken. Und wieder vorsichtig, nicht wieder irgendein Stein fliegen. Oder gegen irgendeinen Baum reiten. Ich glaube, das wird mir doch so oft passieren hier. So, sind wir jetzt aus dem Lager raus, dass ich mal ein bisschen mehr. Jawohl. Mit unserer schönen Lasagne hier. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so aussehen muss, aber irgendwie sieht das von hinten sehr seltsam gerade aus. Das ist mir noch nie aufgefallen. Oh, ich glaube. Warte kurz. Das war jetzt unbeabsichtigt, aber ich glaube, ich habe da aus Versehen einen. Was habe ich denn da kalt gemacht? Aufheben. Ein Vogel! Das muss ich erstmal hinkriegen. Steck dir den toten Vogel in die Tasche, damit der auch richtig schön gammeln kann. Naja, wir lassen ihn mal ein bisschen reifen in unserer Tasche. Das wird zum Wohl aller sein. Das könnte aber auch irgendwann muffeln. Also ich weiß nicht genau, was sich das so gut überlegt hat. Was nur? Sollen wir wieder helfen?
Also ich will jetzt hier nicht jeden kleinen Scheiß mitmachen, also so ist nicht. Guten Tag. Look at this, my friend. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves okay. when you can make your own. Gerne Tabak. Ich kann mit. Okay. Well, ich dachte, ich kann mir jetzt irgendwie helfen, aber okay. Wir haben Tabak gefunden. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Wenn da was denn? Ich wollte doch jetzt gerade. Thanks, I guess. Okay. Na gut. Ist das hier noch Tabak? Essen, sammeln. Indianer-Tabak sammeln wir mal. Und ich brauche auf jeden Fall eine größere Tasche. Das machen wir aber später. Oh, Entschuldigung. Da sein wir, es tut mir leid. Das machen wir aber trotzdem später. Weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Verlangen, weil das Spiel auch von Story ein bisschen ja so extrem lang ist und ich 100 Pro noch sehr, sehr viel mitmachen werde. So, wir gehen erstmal ein bisschen waschen. Ist das okay? Ist das okay? Bisschen waschen. So. Ja, dass ich halt storymäßig erstmal ein bisschen vorankomme und dann wirklich vielleicht mal ein paar Folgen mache. Ja, wo ich mich ein bisschen aufwerten kann, sage ich mal. Die werden aber ein bisschen länger dauern, aber da ich momentan so ein bisschen, ja, das Gefühl habe, ein bisschen unter Zugzwang zu sein, da ja. Ich glaube, wenn die Folge jetzt rauskommt, müsste auch schon das VR-Spielchen. Ah, okay, das ist wirklich der Schuldner. Gerade das VR-Spielchen. Hieß es Deracine? Ich glaube schon, müsste glaube ich schon gestartet sein. Und dazu natürlich noch Horror dazu. Also mit drei Let's Plays gleichzeitig täglich eine Folge ist schon für mich neben der Arbeit dann doch ein harter Brocken. Deswegen wollte ich es erstmal so versuchen. Kann ich hier eigentlich meine Assassinenkräfte auch nutzen? Nee, war. Deswegen, ich wollte es, deswegen habe ich es erstmal so gemacht, dass es, wenn es geht, immer eine halbe Stunde ist, aber ich sag mal so, diese Sammelsachen. Diese Sammelsachen mache ich dann auch, verschiebe ich deshalb ein bisschen auch später. Also du bist es nicht, oder was? Ach doch. Zielen, na wenn ich wieder ziele, dann erschieße ich mir was versuchen. Speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, der Kaiserreich, I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. No, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. Nie, nie. No. Please no. No have money, but I have this. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay. Ich hab nicht geschossen. Ich hab doch gezielt, ich hab nicht geschossen. What the fuck? Warum? Hä?
Ich habe ja nicht mal losgelassen oder irgendwas. Ich habe. Okay. Aber gut, er lebt ja wieder. Ist nichts passiert? Ja, kann ich hier nicht mal was aufmachen? Hier. Schrank aufmachen. Nehmen. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz. Ich weiß ja nicht mal, wie viel der den schuldet. Also. Schublade durchsuchen. No. Yes. Ah. Hau ab hier von der Schublade. Hau ab. So, warum stehst du? You must have come here with something. What you got behind there? Co, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Prusakom nie można ufać. Ich kann sagen, ist so ein bisschen sehr auffällig. There'll be something somewhere. Okay, that should about. Von der Ehring, wo bist du Leertsachen? Aha. Ist mir egal, ich mache jetzt weiter. Gut, da haben wir nichts weiter drin. Ah, okay. Wir haben aber bestimmt hier noch mehr. Lass uns mal ganz in Ruhe gucken. Wenn wir uns schon die Hosen ausziehen, dann richtig. Ja, ich verlasse das Haus, wenn ich das möchte. Okay, hier haben wir anscheinend bloß Sachen drin. Schade. Okay. Ja, Mann, ich weiß, dass ich das Haus verlassen soll. Na gut. Der arme Mann hat wirklich nichts weiter. Tut mir leid, dass ich vorhin erschossen habe. Das war nicht meine Absicht. Okay. Pass auf, wir könnten ja eigentlich mal. Muss ich jetzt zur Lagerkasse? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, ich muss erst immer zur Lagerkasse? Alles klar. Na gut, irgendwie wollte ich noch mehr Schulden eintreiben, aber irgendwie wird mir das auf der Karte leider nicht angezeigt. Na, was willst du machen? So, einmal bitte hier rüber. Ich hab mir eigentlich gedacht, wenn wir eh schon auf dem Weg sind, dann können wir auch gleich. Ich drück wieder zu schnell. Dann können wir eigentlich auch gleich weitermachen, oder? Weil ich weiß halt nicht, ob sich das großartig auswirkt, wie wir jetzt agieren. Also, wie wir mit den Leuten umgehen, weil manche. Bei manchen bringt es was, bei manchen nicht. Jetzt mit Bedrohen oder auch auf die Zielen und sowas. Ja. Naja. Ey, Lasagne, hast du mal Bock zu duschen? Oh, ich habe schon wieder einen Vogel mitgenommen. Irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier ständig irgendwelche Tiere aus Versehen so ein bisschen töte. Das ist ein bisschen ungeil. Ja, Lasagne, du kannst dich gleich ausruhen. Weißt du, warum hörst du dich an wie ein Schwein? Was hast du wieder gefressen, ha? Was hast du wieder gefressen? Ach, siehst du, da können wir ja, glaube ich, auch den Vogel da hinlegen, oder? Oder reinlegen. In die Kasse. So. Ja, Steckel. Ja, machen wir doch. Pokern machen wir mal nicht. Pokern werde ich auch, glaube ich, in dem Spiel nicht mehr machen. Das hatten wir im ersten Teil schon, aber das ist irgendwie so. Ja, ist ganz nett, dass es mit eingebaut ist. Ist jetzt aber nicht unbedingt so meins, was ich unbedingt machen muss. So. Was? Ja, ist schön. Mein Anteil 460. Einen Beitrag leisten. Gegenstand war das. Oder muss ich den Vogel zum Koch bringen? Das kann natürlich auch sein. Hier, weil das Zeug. Ich meine, alles für die Hut, wa? So. War noch was. So. Gehabt euch wohl. Gegenstände nochmal 25 drauf. Ich habe schon wieder $180, aber ich will auch mal ein bisschen was für mich behalten. Zwecks irgendwann mal ein stärkeres Pferdchen oder so. Wo ist denn hier der Koch eigentlich? Ich habe doch. Warte mal. Meine Tasche.
Vorräte ist der. Der tote Vogel ist gleich dabei, oder? Arzneien, Zutaten. Warum dreht er sich so komisch um? Materialien. Eine tote Wachtel im schlechten Zustand, weist schwere Schäden auf, kann verkauft werden. Ach so. Hasenfell, guter Zustand, weist leichte Schäden auf, kann verkauft werden. Sammeln von Federn zur Herstellung von Gegenständen. Und was haben wir hier? Tierfett. 5 von 5. Ja. Kann verkauft werden oder zur Herstellung von Gegenständen benutzt werden. Das ist sehr nice. Aber wo habe ich ihn zum Beispiel am meisten? Hier, Arzneien. Alter, bin ich voll damit. Könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen öfters einsetzen. Aber wir werden es mit Sicherheit noch brauchen. Das Ding ist, wo konnte ich mir hier neue Sachen machen lassen? Warum? Hä? Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe doch schon alles abgeliefert. Nur Kontrollbuch? Ah, ich muss wahrscheinlich noch abstreichen, wa? Strauß Kaffee? Die erste Hälfte des Kontrollbuchs zeigt die neuesten Beiträge aller Gefährten. Blätter zur nächsten Seite, um die Lagerverbesserung zu sehen. Okay, AFA. AFA sind wir. Guck dir das doch mal an, Alter. Platinumring, Silberring, silberne Gürtelschnalle, Geld. Tilly hat Möhren. Toll, toll. Strauß hat Kaffee, auch toll. Charles hat ein Elchgeweih, auch nice. Ich habe hier einiges reingesteckt. Da steht nicht mal meine Kohle, die ich schon reingeballert habe. Strauß Arzneiwagen. Erhöhe die Vorräte des Arzneiwagens und füge Schlangenöl hinzu, um dein Deadeye aufzufüllen, sowie Magenbitter, um deine Ausdauer aufzufüllen. Ja, nein. Noch, wann lang? Bin mir jetzt nicht so sicher. Kann ich das jetzt? Ach so. Also das könnte ich jetzt kaufen. Aber warum? Fälsche 240. Pferdestation. Kaufe eine Pferdestation für das Lager. Hol deine Pferde aus Ställen zu dir oder rufe dein Pferd ins Lager zurück. Okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Lederbearbeitungswerkzeug. Kaufe bessere Werkzeuge für Pearson. Damit kann er weitere Verbesserungen für dich herstellen. Das können wir uns sogar leisten. Okay. Warte mal kurz. Ja, kann ich hier auch wieder weg? Einfach so? Nee. Die Menge und Qualität bei dem Arzneiwagen für. Aha. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the smallholder, Robel. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Ja, ja. Okay. Aber wisst ihr was? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde mal sagen, das hatte ich ja vorhin sowieso vorgehabt. Dann machen wir jetzt hier mal Tom LS. Ah, genau. Okay, Wegpunkt dahin setzen. Wo ist meine treue Lasagne? Oh. Wo ist denn jetzt Lasagne hin? Ach, da. Ja, ich will das Tischspiel auch gar nicht machen. Ich will erstmal noch mal ein bisschen Kohle eintreiben. Aber gut zu wissen, wir müssen. Also, das darf ich nicht vergessen. Ich muss auf jeden Fall noch mal zu Mr. Pearson und gucken.
Jo. Sehr netter Typ. Einfach mal labern und dann abhauen. Oder anfangen zu labern und dann abhauen. Sehr, sehr cooler Dude. Genau. So, das Ding ist, ich würde jetzt hier wieder gerne querfeld ein, aber da ich ja hier prädestiniert bin, bei dem Spiel auf die Fresse zu fliegen. Ich weiß nicht so genau, sollte ich vielleicht lassen. Oder nicht ständig machen. Was sind das da für zwei Herrschaften? Hä? Alter, was ist denn jetzt los? Au! Bist du behindert? Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Scheiße, die verfolgen mich. Komm, komm, komm. Oh, der ist weg. Oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin tot. Alter, was waren das für Penner? Wo kommen die auf einmal her? Und ich habe jetzt gedacht, sind das vielleicht Kopfgeldjäger? Aber was, das ist für eine Scheiße. Na, toll. Danke, ihr Säck. Jetzt kann ich mich nochmal auf den Weg machen. Natürlich. Warum bin ich denn jetzt hier oben? Oder ist das wieder beim Lager? Lasagne? Lasagne? Ah. Alles klar, wir sind hier beim Lager, aber... Okay, wir kriegen Geld abgezogen, was ein bisschen ungeil ist. Okay, da muss ich aber echt aufpassen. Warte mal, ich... Hä, wieso fährt? Okay, wir haben das Ding noch dabei. Achso, jetzt Assi. Das kam ja vollkommen aus dem Nix. Ich meine, ich habe es ja nochmal versucht, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das Beste, auf dem Pferd sitzen zu bleiben und versuchen, die Leute da nochmal wegzupelzen. Sind die schon wieder hier? Eins und fünf. Oh. Ich glaube, das sollte ich nicht mit dem Pferd machen, sondern wirklich mit der Kanone. Aber was bringt mir das? Ich meine, geht es meinem Pferdchen dann besser oder hat das dann irgendwann mehr Ausdauer oder irgendwas? Das will ich ja gerne mal wissen. Außerdem die Scheiße ist ja bei den Typen, wenn die jetzt öfters mal hier kommen sollten, ist ja dann die Gefahr auch groß, dass sie vielleicht meine Lasagne töten. Das wäre auch ungeil. Oh, ich glaube, hier können wir eine kleine Abkürzung nehmen. Jawohl. So, na dann gucken wir mal. Und nicht wieder aus Versehen den Herrn erschießen. Das wäre scheiße. So. Das war das Falsche. Guten Tag. Ist aufgrund... Welche begangenen Taten? Ich hab... Was... Warum? Weil ich geschossen habe oder was? Oh, Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, ich reite nochmal weg. Weil ich jetzt aus Versehen geschossen habe. Ist er jetzt geflüchtet oder was? Komme ich hier wieder weg? Oh Gott. Oh. Ich habe schon gedacht, ich lege wieder aufs Maul. Hey, welche Taten denn, Mann? Was ist das? Naja, gut, dann helfen wir dir mal. If you could help me with these shackles, I just might have a chance. So how'd you end up like this? Ich glaube, ich sollte vielleicht mal eine kleinere Waffe dafür nutzen. Oh, oh, yes. Ja. Yes. Perfect. Ah, thank you. Bitte schön. Bitte schön, kein Problem.
Some of those fellows talked about this old crone up north of Strawberry. Okay, bevor ich hier. Was denn? Got herself a tidy sum locked away. Maybe just stories, but they were sure excited. Oh, yeah? Why'd I be interested in that, huh? It's up to you, friend. Okay. Yep. Okay. Aber nice. So können wir noch an mehr Kohle kommen. Was nur? Habe ich hier. Ich habe schon wieder einen Vogel getötet, ne? Lasagne und die Vögel. Ich glaube, das wären keine Freunde mehr. Warte. Ich wollte im Haus nachgucken. Ah, guck mal. You, whatever do you want? Mr. Thomas Downs, you owe me money. No, I'm. We ain't a charity, Mr. Downs. Na? Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. I'm working as hard as I can. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out of debts, I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard, but I got you now. Please, show some compassion. Please. Strauss told me you needed a beating. You saying he was right? What will that solve? How's that dead looking now? Kannst du mal ausprobieren. A little patience is all I require. Das war prügeln? Be reasonable. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Blöd ist, was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Leider. Was sie gesagt haben. Hatte wichtige Gründe. Also. Habe ich jetzt schlechte Nachrichten für ihn? Ich finde es aber nett vom Spiel, dass es mich auf schnellere Wege zurückschickt. Und nicht, dass ich noch mal extra Runde reiten muss. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money.
bad. People who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. He's the guy who's the talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you see him use a gun, boy. When you see him use a gun. He's the top of the West, always cool is the best. He keeps alive with his Colt 45. You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use his gun.